üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier. Mein Name ist Silke, ich bin Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Druckpolitik bei Bündnis 90 Die Grünen. Ich mag es, wenn Jungs sich liebevoll um ihre Handpflanzen kümmern und Frauen stolz mit der Größe ihres San Pedro-Kaktuses protzen. Ich habe schon vor mancher Party, im Gegensatz zu Klaus Lederer, eine Line Speed gezogen und ich stehe dazu. Und ich finde es erstaunlich, wie schnell Koksnasen wie Michael Friedmann oder auch Kate Moss von wahrscheinlich genauso ihren Koksnasenfreunden wieder in der Gesellschaft rehabilitiert werden. Ich möchte mich auch hier nochmal für den Konsum von Haschkeksen aussprechen, denn der Rauch ist ungesund. Aber das soll jeder für sich selber entscheiden. Als ich Mitte der 90er nach Berlin kam, begann ich aus Neugier nach einer Veranstaltung der Grünen zum Thema Ecstasy bei unserem Drogenstammtisch bei den Grünen mitzumachen und mitzuarbeiten. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich mich so lange mit diesem Thema herumtreiben würde. Und schon bei der ersten Hartparade war ich dabei und habe... Ich bin immer noch hier und mache immer noch mit. Und genau das erwarte ich auch von euch, dass ihr irgendwann mal sagt, nicht, das ist irgendeine Jugendsünde oder so, da stehe ich nicht mehr zu, sondern dass ihr einfach auch mal zur Handparade geht, wenn das Wetter mal nicht so schön ist wie jetzt oder wenn mal gerade unbequem ist oder man lieber zu Hause bleiben will oder wenn man sich vielleicht auch nicht traut. Denn ich war auch, ja, als die Handparade Kamera überwacht wurde und als es zum Veranstaltungsort, da musste man durch ein Polizeispalier gehen und jeder, der irgendwie auch nur eine Dreadlocke auf dem Kopf hatte oder als Typ ein bisschen längere Haare oder als Frau ein bisschen freakiger aussah, der wurde kontrolliert, der wurde gleich in den Rucksack reingeschaut, was die Leute so dabei haben. Daher rufe ich euch auf, zur Handparade zu gehen, wenn das gerade nicht so populär ist. Und zwar nicht nur, weil das irgendwie eine nette Party ist, sondern weil das wichtig ist einfach. Denn ich sage euch, es gibt nichts Unbequemeres, als wenn man zu Hause ist und die Polizei vor der Tür steht und eine Hausdurchsuchung machen möchte. Bloß wegen Drogen. Hallo, ich bin doch nicht kriminell oder was? Wer einmal Polizeiwillkür oder Staatswillkür erlitten hat, sei es durch Urintest am Arbeitsplatz oder wegen angeblicher Gefährdung beim Straßenverkehr, der sollte nicht ruhen, bis dieses Unrecht zu Ende ist. Wir wollen kein Horrorszenario wie eine flächendeckende Einführung von Urintests. Wir sind nicht 1984. Und wenn zur Belohnung, dass wir hier sehen, eine tolle, coole Party dabei rausspringt, für die extra die Straße gesperrt wird, dann können wir uns darüber nur freuen. Ich liebe den Konsum, aber ich spalte ihn nicht ab. Ich sage nicht, ich habe gesündigt am Wochenende oder da habe ich ein bisschen was falsch gemacht. Denn ich bin erwachsen und ich habe mich bewusst für meinen Konsum entschieden. Und ich mache das nicht aus einem psychischen oder sonstigen Defizit heraus. Zeigt den Prohibitionisten die rote Karte. Es ist keine Sünde, Drogen zu konsumieren. Wir haben ein Recht auf Rausch. Die Menschheit und selbst Tiere haben schon immer Drogen konsumiert. Und es kommt natürlich auf das richtige Maß an. Und zu dieser Drogenkultur gehört auch, dass sich einsetzen für eine Legalisierung. Ja, Moment. Hat auch einen tollen Satz hier eigentlich gehabt. Das hier, die Handparade, das ist unsere Art zu sagen, be proud of your Drogenkonsum. Schämt euch nicht, seid stolz. Diese sind jetzt schon Handparade.